Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zu einer erneuten Mario-Theorie. Ihr habt es euch gewünscht, mehrere Theorien, mehrere Mythen. Und heute habe ich wirklich eine richtig geile neue Theorie, die mir selber so ein bisschen im Gespräch mit dem guten Akata und Tadesh eingefallen ist. Beziehungsweise es ist ja eigentlich naheliegend, und zwar, dass Mario ein Außerirdischer ist. Und jetzt denkt ihr euch erstmal alle, was labert der Typ? Aber bevor ihr urteilt, wartet erstmal ab. Ich werde euch das jetzt in dieser kleinen, knackigen Theorie alles erzählen. Mit über 250 Titeln ist Mario der mit Abstand berühmteste Videospielcharakter unserer Zeit. Und mir ist auch klar, dass Nintendo nicht immer so viel Zeit mit das Schreiben irgendwelcher Charaktere verbringt, beziehungsweise deren Backstory und deren Tiefe groß ausarbeitet. Bei Nintendo war schon immer das Motto Gameplay first, das Spiel muss Spaß machen, und ich denke, das merkt man auch, dass die Spiele nicht wie ein interaktiver Film sich anfühlen. Dennoch finde ich es ein bisschen komisch, dass selbst bei Mario, der ja Nintendo repräsentiert und der Protagonist, der Hauptcharakter von den ganzen Titeln ist, dass bei ihm nicht mal bekannt ist, wo er jetzt genau herkommt. Und zwar werde ich darauf jetzt ein bisschen eingehen. Denn seit dem 27.10.2017, sprich seit dem Release von Mario Odyssey, sind ein paar Fragezeichen bei mir aufgekommen. Und zwar erstmal, was ist Mario eigentlich? Weil in New Donk City sind ja wirklich so reale Menschen, wie sie in unserer Welt existieren. Und Mario passt ja von seinen ganzen körperlichen Proportionen gar nicht. Der Kopf ist ja viel zu groß und alles, und er ist allgemein viel zu klein, er hat keinen Hals und er geht den Menschen gerade mal bis zur Hüfte. Außerdem haben wir jetzt einen vollen Globus, wo die Mario-Welt letztendlich sich abspielt, mit den verschiedenen Königreichen in Mario Odyssey revealed bekommen. Wo wir das Pilzkönigreich haben, wo wir das Metro Kingdom haben. Und im Metro Kingdom, also New Donk City, leben halt diese normalen, realen Menschen. Und ursprünglich wurde von Nintendo gesagt, dass Mario aus New York kommt. Und New York ist ja nun mal in unserer realen Welt, sprich auf der Erde. Aber die Landmassen von unserer Erde waren ja nicht auf dem Globus der Mario-Welt zu sehen. Fragen über Fragen, Leute. Aber bevor jetzt viele erstmal schreiben, was machst du dir so viele Gedanken, Leute? Ich weiß, es ist just for fun, dieses Video. Es ist nicht jetzt so ernst zu nehmen. Aber dennoch, den Ursprung von Mario mal herauszufinden, finde ich ziemlich interessant. Es wurde nämlich damals gesagt, als er gegen Donkey Kong gekämpft hat, im allerersten Spiel, wo er noch Jumpman hieß, dass er aus New York kommt. Und auch die weiteren Spiele wie Mario Bros. Schon mit Luigi, mit diesen ganzen Rohren und sowas, das war auch dann in den Rohren bzw. in der Kanalisation von New York. Also ist das der Ursprung letztendlich von Mario. Aber es gibt noch eine alternative Vergangenheit von Mario, wo er nämlich von einem Storch irgendwie in einem Bündel getragen wird. Und das ist dann die Story von Yoshi's Island. Also müsste Mario damals schon auf dem Planeten in der Mario-Welt gewesen sein, ist dann aber wiederum irgendwie rüber zur Erde, oder irgendwie so muss man sich das vorstellen, dass er dort in New York wieder gegen Donkey Kong kämpfen konnte. Das wäre natürlich eine Idee, dass es zwei Planeten gibt. Einmal die Erde, wo Mario hergekommen ist, weil die Landmassen von Amerika und sowas sind nicht auf dem Globus in der Mario-Welt zu sehen. Also müsste es diesen Planeten geben, wenn er denn aus New York kommt. Und dann wäre Mario, wenn er denn wirklich aus New York kommt, ein Außerirdischer, weil er halt nicht aus diesem Mario-Universum, sprich von diesem Planeten kommt. Oder natürlich, wir haben nicht alle Landmassen jetzt gesehen bei Mario Odyssey. Oder im Metro Kingdom gibt es ein New York, was einfach nur New York heißt. Das wäre auch noch eine Option, dass es nicht das New York ist, was wir kennen, sondern das Metro Kingdom ist ja ziemlich groß. New Donk City ist halt nur eine Stadt, und dass es in der Metro Kingdom vielleicht noch ein New York gibt, wo er herkommt. Aber warum sieht Mario denn auch so komisch aus, so klein im Gegensatz zu den anderen Menschen? Also das kann man vielleicht mal ein bisschen hinterfragen. Einfach ein paar Gedankenspiele von mir, die ich mir stelle. Vielleicht habt ihr ja sogar eine Antwort darauf. Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Würde mich echt freuen. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst euch alleine mit der Theorie. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.